Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Unreal. Weiter geht's mit dem nächsten Part. Wir haben im letzten Level den Nali Wassertempel, ja, mehr oder weniger hinter uns gebracht, sind jetzt zwar immer noch in dem Tempel, aber das Level heißt jetzt die Zeremonienkammern. Und hier muss man direkt am Anfang ein bisschen schnell sein, damit man es nicht verkackt. Hier steht nämlich direkt ein Nali um die Ecke, der hier losrennt. Und er rennt in einen anderen Raum. Ich muss ihn jetzt schnell überholen, denn in diesem anderen Raum steht ein Scar, den ich jetzt möglichst schnell weghauen muss. Möglichst ohne, dass der Nali dabei verreckt. Ich glaube, das hat geklappt. So, gehen wir auf Nummer sicher. Genau, alles klar, der Nali hat überlebt. Wunderbar. Denn das Level hier ist, muss ich sagen, wirklich ziemlich schwer, meiner Ansicht nach. Zumindest was die tote Nali angeht. Also, es gibt zwar nicht so viele Gegner und man stirbt nicht wirklich in diesem Level, allerdings sterben die Nali hier einen ohne Ende weg und irgendwann vertrauen die einen nicht mehr. Und das ist richtig mies. Ich habe es hier noch nie wirklich durchgeschafft, ohne dass meine meine Sympathie zu dem Nali am Ende des Levels total im Arsch war. Aber naja, gucken wir erstmal, was hier steht. Die inneren Zeremonienräume kann man. Hier residieren die Schlangen des Wassergottes, um das Fleisch der Schwachen zu essen und zu verdauen. Nur ein Krieger, der wie einer dieser Schlangen schwimmt, kann hier entkommen. Das hört sich doch schon mal sehr nett und friedlich an hier. Also offensichtlich sind diese Schlangen hier, die Sliths irgendwie sogar gewollt hier und sollen das Fleisch der Sünder aufessen. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich am besten lang gehe. Erstmal zeige ich euch, was ich hier meinte mit im Dinali sterben hier andauernd. Ich werde mich jetzt mal eben speichern. So. Nämlich, hier sehen wir zum Beispiel Nali. Und direkt dahinter einen Scar. Und genau, den muss man nämlich da irgendwie so ganz komisch runterballern, damit der Dinali hier nicht tötet. Und wenn man zu weit dahin geht, kommt von rechts auch noch ein Slith und der tötet die auch. Also da muss man auch aufpassen, dass der Slith die nicht tötet. Ist der Nali jetzt schon zu dem Slith dahin gerannt? Ich weiß es gerade nicht. Aber egal, ich bin erstmal froh, dass der das jetzt überlebt hat. Darum gehe ich jetzt auch mal weiter. Und speichere aber nochmal, dass ich die Szene jetzt gerade einigermaßen gut hingekriegt habe, ohne große Nali-Verluste. Der Scar, den ich gerade runtergeballert habe, der ist jetzt hier in diesem Gang. Muss man nicht auch aufpassen, der kommt da nach einer Zeit von hinten. Aber eigentlich kein Problem für uns. Der sollte tot sein. Schießen wir einmal rein. Ja. Ich habe letztens gemerkt, ich muss gar nicht so lange in die reinschießen, bis die explodieren, sondern es reicht, wenn ich einmal normal reinschieße. Weil falls die noch leben sollten, stehen die dann automatisch wieder auf. Also das ist alles kein Problem. So, jetzt gucken wir mal. Da hinten sehen wir wieder ein paar Sliths. Ich glaube, die können wir sogar schon von hier wegholen. Ich glaube, da sind keine Nali in der Nähe. Nee, sieht nicht so aus. Darauf ballern war die jetzt einfach mal tot. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen auch im Prinzip fast die ASMD hier nehmen, weil alles andere, mit allem anderen können wir hier nicht so gut durchschießen. Darum sollte ich auch nicht die Munition irgendwie groß verbrauchen. Wo ist der jetzt hin? Ist jetzt gerade ins Wasser gefallen. Oh nö, ey. Komme ich da irgendwie ran? Sehe ich den irgendwo? Ne, ich glaube, der ist tot. Jo, da liegt der tot. Wunderbar, okay. Hier im Wasser sollten eigentlich noch welche sein. Genau, da sind auch welche. Also hier hat man wirklich mit vielen Sliths hat man hier zu tun. Die sind hier überall. Jetzt gar nicht so viel. Aber wenn man weiß, wo die sind, ist das kein Problem. Wenn man hier erst ins Wasser springt und dann erst sagt, okay, scheiße, jetzt sind hier auf einmal überall Sliths. Dann hat man mich ganz schön gearscht, weil im Wasser sind die schneller als man selbst. Darum sollte man die, wenn man die Möglichkeit hat, die wirklich aus dem Trockenen attackieren, hier von oben. Da können die dann nämlich nicht ganz so viel ausrichten. Dann komm her und... das war knapp. Aber da bin ich reingerannt. So, das war's. Das dürften noch eigentlich fast alle Sliths gewesen sein, die es hier gibt. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Ja, hier ist nur einer. Muss dann aber der letzte sein. Oh, jetzt kann ich euch direkt mal die 8-Ball-Gun zeigen, also den Raketenwerfer. Zack, das war's auch schon. Da haben wir noch einen Nali, den lassen wir mal da und speichern jetzt mal, weil bisher ist mir noch kein Nali abgekackt. Das hatte ich bisher noch nie. Und jetzt machen wir das dann noch kaputt. Und dann gehen wir auch gleich nochmal weiter. Haben jetzt leider alle unsere Waffen leer geballert, so gut wie.
den 8-Ball-Launcher behalten, aber noch hier gibt es nur eine Art, ja, 8-Ball-Launcher-Secret. Das ist jetzt ziemlich gefährlich hier. Ist auch gut, dass ich gerade gespeichert habe, denn ihr seht, das ist überall Lava. Da sollten wir jetzt also nicht reinlaufen. Und jetzt werde ich mich auch, ja, davon abhalten, in irgendeine Richtungstaste zu drücken. Denn wenn ich jetzt aus Versehen strafe, bin ich hier gearscht. Und jetzt kommt nämlich von hinten ein Scar, der uns aufhalten will. Das lasse ich natürlich nicht zu. Wir haben ihn voll zerfetzt. Wunderbar. Kriegen hier auch nochmal Munition. Wirklich gebracht hat es nichts. Ja, wenigstens sind wir jetzt wieder voll. 48 Munition, das ist das Maximum. Gerade hatten wir 45, also wir haben 3 Schuss plus gemacht. Ist ganz gut. Und wieder ein Scar getötet. Von daher passt das ja eigentlich ganz gut. Und jetzt, wo gerade nicht so viel los ist, es wird jetzt auch... Ich habe jetzt hier erstmal alle Gegner getötet, darum passiert jetzt gerade mal nicht mehr so viel. Möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass es in den letzten Tagen keine Videos gab. Gibt irgendwas Neues? Genau, dass es kein Video gab in den letzten Tagen, aber ich hatte wirklich viel mit Klausuren zu tun. Und ja, die eine Klausur, die lief wirklich super. Also das war Verbrennungskraftmaschinen, das hatte ich glaube ich auch schon mal geschrieben. Das war wirklich 1A, das ist auch ein super Fach, also über Motoren, das interessiert mich sowieso. Aber heute, da habe ich ein Fach Wärme- und Stoffübertragung, kurze Wust. Das ist wirklich sowas von ein bekacktes Fach, das ist total viel Thermodynamik und das macht... Und Thermodynamik ist schon scheiße, ja? Und, ja, Wust ist dann nicht gerade viel besser. Und, ich dachte eigentlich, ja, ich könnte das alles ganz gut hinkriegen und sollte nicht so das Problem sein. Und dann hat der Professor uns heute so eine Klausur hingeklatscht, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also, ich bin jetzt im 5. Semester, fast 6. Semester Maschinenbau, ja. Und ich habe noch nie so eine abgefuckte Klausur vorgesetzt gekriegt. Also der Prof hat uns mit dieser Klausur sowas von das Arschloch geweitet, ey, das gibt's gar nicht. Naja, egal. Klausur, wie ihr euch denken könnt, hat halt nicht sehr gut geklappt. Aber egal, die ist jetzt vorbei. Ich habe erstmal die Schnauze voll davon. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier... wieder ein bisschen Freizeit habe. Klausurphase ist zwar noch nicht ganz rum, also ich muss noch ein paar Klausuren schreiben. Darum wird es jetzt auch noch bei einem Projekt gleichzeitig bleiben. Also ich hatte ja sonst immer 2 Projekte, aber sobald dann die Klausurphase endgültig um ist, da werde ich dann noch wieder 2 Projekte machen. Aber das wird erst so gegen Ende April sein. So, wir haben jetzt hier unter Wasser zwei Hebel aktiviert. Diese Hebel haben jetzt im Prinzip die ja, diese Wege hier aufgemacht, wo vorher irgendwelche... Hier, das meinte ich. Wo vorher irgendwelche Absperrungen waren. Ich werde jetzt hier mal speichern, denn ich weiß nicht ganz genau, was jetzt hier auf mich wartet. Und ob hier noch irgendwas ist. Aber da haben wir gerade eine Stinger aufgehoben, sehen hier ein paar Leichen. Sonst dürfte hier aber eigentlich nichts mehr sein. Nee, außer ein paar Nali Healing Fruits im Wasser... Aua! Irgendwas hat mich da attackiert. Ach, eine Fly. Naja, egal. Das ist nicht so schlimm. Die machen kaum Schaden. Von daher ist mir das egal. Ich gehe jetzt aber erstmal nach oben, glaube ich. Ja, ich gehe erstmal nach oben. Und gehe da diesen Weg weiter. Oh, was macht er denn hier? Naja, egal. So, und zwar hier jetzt lang. So, und jetzt muss ich möglichst schnell hier einen Slith töten, der hier irgendwo ist. Da, den meine ich. Den müssen wir jetzt einfach möglichst schnell weghauen. So. Und, genau. Der Nali hier ist mir bisher immer kaputt gegangen. Und er zeigt mir dann den Weg, dass hier eine neue Armor ist. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder fast beide Armors voll. Wir können jetzt hier lang. Wir gehen auch als erstes diesen Weg hier, oder? Ja, der ist gut. Können wir noch irgendwas lesen? Ich glaube nicht. So, ASMD-Munition. Wunderbar. Lesen können wir hier nichts. Nee. Dann würde ich sagen, speichere ich jetzt nochmal. Denn jetzt kommt wieder eine ziemlich heikle Stelle hier, was Nali angeht. Hier ist nämlich so ein großer Raum und hier ist irgendwo ein... Ja, da ist ein Scar. Und den müssen wir möglichst schnell weghauen, denn am Ende dieses Raumes ist ein Nali. Hier doch nicht. Wo ist der? Hä? Ach, hier ist er. Da haben wir Glück gehabt. Ey, da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Ich würde fast sagen, das ist ein Bug. Hä? Weil normalerweise schwebt dieser Nali, der hier so schwebt, ich kann mal kurz beleuchten, der schwebt normalerweise genau hier in der Mitte, hier so ungefähr. Und wenn der hier schwebt, kommen wir nicht an das Super Health Pack ran. Und
Entweder haben wir schon so viele Nali verloren, dass die Nali jetzt alle Angst vor uns haben, weil unsere Sympathie für die so schlecht ist und der rennt vor uns weg, dann kommen wir dahin. Oder wir locken irgendwie den Scar hier in die Nähe und dann rennt er weg. Oder wir müssen ihn wenigstens einmal anschießen, um an das Super Health Pack zu kommen. Aber irgendwie schwebt er jetzt komischerweise einfach ganz woanders. Ich weiß nicht, ob der jetzt einfach woanders gespawnt ist oder so. Na, auf jeden Fall können wir jetzt hier auch ran. Das werde ich mir jetzt auch holen. Wir müssen hier aufpassen, weil das hier ist wirklich eine, ja, ein Abgrund, der ins Nichts führt. Ich frage mich, wie das sein kann. Einfach so in dem Tempel, so ein riesen Abgrund. Also irgendwie scheint dann dieser Tempel um diesen Abgrund gebaut worden zu sein. Eigentlich ziemlich cool. Gucken wir mal, was hier steht. Hier steht nämlich eine Nachricht von Sergeant William Bradford. Mein kompletter Squad wurde getötet von diesen Salamander-Dingern und ich habe keine Munition mehr. Wir haben versucht, zusammen mit einem Nali-Priester hier diesen Schrein für mehrere Tage zu halten. Während er betet, halte ich ein wachvolles Auge auf den Eingang. Tja, offensichtlich hat der Scar ihn aber getötet, der Nali hat irgendwie überlebt. Ist aber auch egal, wir gehen jetzt hier weiter und wollen dann das Level auch langsam mal abschließen. So, jetzt haben wir hier alles, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt hier auf dieser Seite runter, oder? Genau, holen aber vorher noch den Slifter weg. So, und jetzt gehen wir hier runter. Und hier sind wir jetzt wieder unten. Wir hätten auch eigentlich direkt hier lang gehen können, um das alles ein bisschen abzukürzen. Hätten dann aber nicht das Super Health Pack und auch nicht die Armor gekriegt. Finden hier noch ein bisschen ASMD, das hilft uns. Hier, was dieser Gang bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach so ein Gang, der hier hochführt. Hier kommen wir aber nicht weiter. Diese Stäbe hier gehen zwar irgendwann auf, gleich, allerdings können wir dann nicht mehr zurück hier hin. Also irgendwie ist dieser Gang total sinnlos. Aber egal. Wir gehen jetzt hier, so weiter geht's und folgen jetzt diesem Nali. Obwohl, ich glaube, ich ignoriere ihn erstmal. Oder? Nee, wo führt er mich hin? Ja. Dem folge ich jetzt erstmal. So. Ach so. Sehr schön. Wirklich schnell den Scar weghauen, damit er den Alien nicht tötet. Das ist übrigens nicht nur ein Scar, wie ihr seht, da kommen mehrere Scar. Aber mit der 8-Ball Launcher sollte die Sache eigentlich klären. Der ist immer noch da. Oh nein, was machst du denn? Geh doch da weg! Hier kommt aber noch einer. Genau, da. So, jetzt einfach ganz schnell weghauen, bevor der Nali irgendwas Doofes macht. Irgendwas Dummes, was er bereuen würde oder was ich bereuen würde. Aber es sieht ganz aus, als hat er überlebt. Wunderbar. Und wie ihr seht, jetzt sind hier diese, jetzt ist hier alles im Weg und wir können hier nicht mehr weg. Dafür ist jetzt da oben, sind jetzt die Dinger weg. Also es bringt nichts. Vorher kamen wir zwar von der anderen Seite in den Raum rein, konnten dann aber da nicht weiter. Und jetzt kommen wir nicht mehr zurück und jetzt ist da offen. Also irgendwie so richtig, ja, verstehe ich nicht, was das hier soll. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar leidende Nali, die wir von ihrem Leiden erlösen. Ich habe mal gelesen, das soll ganz gut sein, muss man nicht machen, aber ich mach's halt einfach. So, ist hier jetzt noch irgendwas Interessantes? Können wir noch irgendwas tun oder machen? Sieht aber nicht so aus, als ob hier noch irgendwas ist. Okay, dann gehen wir oben weiter. Und ich guck gerade mal auf meinen Wecker, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Hier wäre noch Pistolenmunition, brauchen wir jetzt aber nicht, darum gehe ich jetzt auch mal weiter hier ganz schnell. So. Zack. Dann haben wir hier wieder einen Scar. Lass den Nali in Ruhe, du Affe. Arschgeige. Boah, Kopf abgeschossen, yeah! Ich hab's mal wieder geschafft. Und dann auch noch so geil im... Also richtig erkennt man ja nicht, was das sein soll, wa? Ja, und noch im Flug den Kopf abgeschossen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass der Nali hier nicht Angst vor mir hat. What? Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Das habe ich ja in meinem, seit ich anspiele, in meinem Leben noch nie gesehen. Der hat sich einfach wegteleportiert. Geil. Vielleicht habe ich das auch nur noch nie gesehen, weil ich bisher immer so viele Nali verloren hatte, dass die ab jetzt immer so mir unsympathisch waren und so Angst vor mir hatten und immer vor mir weggerannt sind. Na egal, wir haben jetzt hier den Tempel so gut wie geschafft. Wir müssen jetzt hier auf den Knopf drücken, um so eine kleine Gondel hier hinzufahren von da unten. Das werde ich euch aber erst im nächsten Video zeigen. Ich glaube, ich töte noch den Scar, der da unten steht. Und dann... Ja, das war's. Und dann mache ich auch Pause für heute. Das Video ist zu Ende. Morgen schließen wir definitiv dieses Level ab und machen dann auch mit dem nächsten Level weiter noch ein bisschen.
Morgen zeige ich euch auch ein ganz witziges Easter Egg, aber dazu dann mehr bei gegebener Zeit. Ich verabschiede mich von euch und ich sage bis morgen. Ciao, Leute.